wir alle wissen, das Bauhaus kommt aus Weimar. Es ist hier gegründet worden 1919. Und es gab lange Zeit kein eigenes Haus für dieses Bauhaus. Und wir haben seit 1995 die Gelegenheit gehabt, im Kulissenhaus am Theaterplatz ein kleines Gebäude zu beziehen. Aber das hat nur 200 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Wir können also den großen Bestand, den wir hier haben, das sind ja über 13.000 Werke, können wir da natürlich gar nicht zeigen. Und bis auf die 250 Objekte, die wir hier im Museum zeigen, liegt alles andere im Depot oder ist auf Reisen. Die Besonderheit dieser Sammlung liegt darin, dass Walter Gropius sie selbst begründet hat. Das Bauhaus gehört ja zur Erinnerungskultur, auch der Moderne, die einen wesentlichen Part der Stadt Weimar ausmachen. Und dafür braucht man auch ein Haus, in dem man die Moderne reflektiert, darüber spricht, darüber sich auseinandersetzt. Und das ist auch etwas, was wir mit dem neuen Bauhausmuseum in Verbindung bringen wollen. Unser Kosmos Weimar wird damit, denke ich, um eine dritte Säule erweitert. Denn die Ideen des Bauhauses, und das ist ja das Entscheidende, sind keine Gedanken der Vergangenheit, sondern es sind eigentlich Dinge, die uns bewegen. Zum Beispiel, wie will ich leben? Wie soll ich wohnen? Wie soll unsere Gesellschaft verfasst sein? Das sind alles Gedanken des Bauhauses, und in unserer Stiftung helfen sie uns eigentlich, Zukunft mitzudenken. Wenn man sich als Architekt an diese Aufgabe wagt, für eine Bauhaussammlung ein Haus zu entwickeln, dann steht man natürlich vor der Frage, versuche ich das Bauhaus nochmals zu zitieren oder versuche ich eher lediglich einen Hintergrund zu schaffen, vor dem sich dann die Sammlung und die Gegenstände abdrücken können. Ja, wir hatten eine internationale Ausschreibung für diesen Architekturwettbewerb mit 536 Einsendungen, international, weltweit, wirklich fantastisch. Und im Verfahren ist dann der Berliner Entwurf von Tonon und Frau Professor Hanada, unserer jetzigen Architektin, gekürt worden. Und wir glauben, er zeichnet sich deswegen aus, weil er diese Verbindung zwischen einer Parksituation, einer alten Parksituation, einer sehr historischen Situation mit diesem eminent politischen Raum des Gauforums auf wunderbare Weise verbindet. Je mehr man eingestiegen ist, hat man natürlich auch bemerkt, dass das die Nachbarschaft die eigentliche Frage aufwirft, wie gehe ich damit um und wie verhalte ich mich in diesem Kontext. Und wenn man dann weiter darüber nachdenkt und klar wird, dass ja das Bauhaus genau durch diese Nachbarschaft eigentlich vertrieben wurde, dann bekommt natürlich dieser Standort auch wieder einen ganz anderen Sinn. Und insofern fand ich das natürlich umso wichtiger, eine entsprechende Haltung zu entwickeln. Und von daher kam für mich also keine Lösung in Frage, die sich räumlich unterordnet oder anpasst, sondern es musste eine Lösung werden, die sich sehr selbstbewusst diesem riesigen Komplex des ehemaligen Gauforums gegenüberstellt. Das ist eigentlich das Ziel, also dass in dem Moment, wo das Bauhaus dort platziert wird, dass man diese Geschichte tatsächlich präsent zeigt. Dass es nicht nur die Entstehung des Bauhauses gibt, sondern eben auch die Vertreibung des Bauhauses aus Weimar. Der Bau ist eigentlich eine Überraschung. Nach außen hin ist er ja ein relativ geschlossener Kubus, der sehr markant gesetzt ist. Also Frau Hanada hat das sehr klug disponiert im Verhältnis zum Gauforum vor allen Dingen, aber auch zum Park und zur Stadtseite hin. Und er ist wirklich ein Blickfang. Jeder, der darauf zugeht, wird ihn also sofort sehen. Sehr geschlossen, aber innen öffnet er sich. Er ist in mehreren Etagen. Wir haben ja vom Untergeschoss ausgehend dann noch drei Etagen darüber. Und alle Etagen sind durch große Lufträume miteinander verbunden. Ein offenes Haus, wir denken auch ein interaktives Haus. Ein Haus, was eigentlich für alle, die in dieses Haus eintreten, eine Überraschung sein wird, wenn man von außen kommt. Also hier sind wir im Erdgeschoss. Das Einmalige ist ja eigentlich, dass wir einen monolithisch abgeschlossenen Körper haben, der mit einer Glasfassade umhüllt wird. Und da haben wir uns überlegt, das Ganze zum Strahlen zu bringen. Und für dieses Lichtkonzept haben wir uns ein Material gesucht, welches bisher kaum Verwendung gefunden hat, aber sehr nachhaltig ist, wenig Strom verbraucht und der Witterung ausgesetzt werden kann. Und wir werden also mit 32 horizontalen Linien das Gebäude zum Erstrahlen bringen.
Es soll kein klassisches Kunstmuseum sein oder Architekturmuseum oder Designmuseum. Die gibt es an anderen Orten, sondern wir haben überlegt, dieses Bauhausmuseum muss eigentlich viel mehr sein. Es muss auch ein Ort der Auseinandersetzung sein, der Diskussion, der sinnlichen Erfahrung. Und diese Dinge wollen wir in diesem neuen Bauhausmuseum zusammenführen.